hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Und heute geht es um den Monatsreport 2024 im Juni. Da geht es um 3.24 und um die Alpha 4.0 und einige sehr spannende Features und dieses wunderbare Bild, was ihr auch hier gerade seht, vom Pyro-System. Ich glaube, das müsste Pyro 1 sein mit diesen komischen Stein-Dingen da oben drauf. Egal. Da geht's auch bald weiter, dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und kommt gerne heute in den Stream mit rein, denn wir gucken heute uns live das ISC an, wo es um Server Meshing geht. Wo das Team, was Server Meshing entwickelt hat und weiterentwickelt, berichtet. Und das dürfte, glaube ich, sehr, sehr spannend sein. Das ist ja die Schlüsseltechnologie für die 4.0 und auch für das fertige Star Citizen, was wir eines schönen Tages haben werden. Link ist wie immer unten im angepinnten Kommentar zu finden. So, Monatsreport. Also, gehen wir es mal kurz gemeinsam durch. Ich blende euch so ein paar Gameplay-Aufnahmen ein, die halbwegs passend sind. Ihr wisst, der Report selber ist nur hier Text und so ein bisschen Bild, was ich auch zwischendurch mal zeige und ein bisschen einblende. Punkt Nummer 1 ist die KI. Hier wurde an einem konsistenteren Kampferlebnis gearbeitet und es ging vor allem um die Wahrnehmungsfunktion der NPCs, dass diese also ja wirklich auf uns reagieren, wenn sie uns wahrnehmen, wenn sie uns hören oder sehen oder in anderen Art und Weisen mitbekommen, dass da ein Feind, also wir in dem Fall, ist. Das Ganze soll den Designern, die die KI entsprechend entwickeln, ermöglichen, das Kampferlebnis für bestimmte Anforderungen zu entwickeln und auch verschiedene NPCs auf unterschiedliche Art und Weise einzubeziehen. Also NPCs, die nur reagieren, wenn sie es hören, andere, die nur auf Sicht reagieren und nicht so gut hören, um das Ganze ein bisschen dynamischer zu machen und den Kampf auch vom Schwierigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Unter anderem baut CRG auch eine Situation ein, wo NPCs quasi über Funk miteinander kommunizieren und das soll dann verhindern, dass andere NPCs, die in der Nähe sind, so eine erste Reaktion zeigen, so eine Aufgeregtheit zeigen, weil sie wissen ja schon Bescheid, was Phase ist und schließen sich den Kampf dann quasi einfach nur an. Die Teams haben auch ihre Tools weiterentwickelt, zum Beispiel das Apollo Subsumption Tool und weitere verschiedene Service-Lösungen für langfristige KI-Funktionen entwickelt, zum Beispiel auch die Quantensimulation, die demnächst noch umbenannt wird, wo es dann darum geht, ja die virtuelle KI zu simulieren, die im Spiel agiert wie ein Spieler, die also handelt, die minert, die Piraterie macht, aber auch zum Beispiel Bounty Hunting oder Security-Geschichten, all das soll ja nach der 4.0 mit Server Meshing peu à peu ins Spiel reinkommen. Und wird hier also auch schon nebenbei weiterentwickelt. Im Bereich der KI-Technik wurde das Sichtsystem weiterentwickelt, was die KI verwendet, um auf Spieler zu reagieren. Das kostet noch relativ viel Performance, soll nun also weniger in Zukunft an Leistungen verbrauchen und dadurch schneller und effizienter funktionieren. Auch im Bereich der Schiffs-KI wurden Fortschritte erzielt, zum Beispiel im Bereich Punktverteidigungskanonen, wo also NPCs auf andere Raketen schießen, zum Beispiel die angreifen, oder auch auf Spieler, auf Boden, auf Fahrzeuge und auch auf gegnerische Raumschiffe. NPCs sollen auch endlich bessere Formationen fliegen und ihren Anführern folgen, zum Beispiel auch eine Hammerhead eskortieren, die aus NPCs besteht und somit ein dynamischeres und besseres Kampferlebnis für uns darstellen. So, nächster Punkt, Raumschiffe. Hier wurde an der Polaris weitergearbeitet und es geht nun um die Fertigstellung des Innenraums. Greybox Review ist bald soweit und das heißt, das Schiff sollte, soweit wir aktuell jedenfalls wissen, on track sein, also dann zur IAE im November auch online gehen. Außerdem wurde bei der RSI Zeus MK2 die Inhaltsüberprüfung größtenteils abgeschlossen. Das heißt also, die ES-Version sollte mit 4.0 pünktlich online kommen und die CL, die Frachtversion, dann später im Laufe des Jahres, vermutlich auch zur IAE oder dann im Dezember. Die MR, die Bounty Hunter-Version, dauert noch ein bisschen länger und ist aktuell geplant für nächstes Jahr. Außerdem sitzt CRG an insgesamt 7 unangekündigten Vehikeln, wo wir nicht genau wissen, ob es Fahrzeuge oder Raumschiffe sind. 4 davon sind kurz vor der Whitebox-Prüfung, 2 auf dem Weg zur Greybox-Prüfung und das letzte ist sogar fast fertig. Das ist vermutlich das Aegis-Schiff, was wir vor kurzem gesehen haben. Ne, diese Aegis-Saber-Variante mit den grünen Farben, die ich euch kurz letztens gezeigt habe. Vermutlich eine Art Quantum-Jamming-Jäger für eine Person. Mal gucken, was es am Ende wirklich ist. So, Punkt Nummer 3 ist das Gameplay und jetzt kommt der richtig, richtig geile Scheiß, der uns demnächst und auch vor allem dann mit 4.0 und darüber hinaus erwartet.
Zunächst mal Malstrom, das große Zerstörungssystem, was in der Engine komplett implementiert werden soll, also generell für alles funktioniert, also Bäume, Gebäude, Raumschiffe und, und. Hier ist nun eine Art interner Hauptzweig veröffentlicht worden, der eine Reihe neuer Funktionen ermöglicht. Zum Beispiel ein neues Gitter im Unified Mesh Format, was die Zerstörung von Fahrzeugen, vor allem von großen Vehikeln, ermöglicht. Es gibt auch Werkzeuge, um Gameplay-Ereignisse mit Zerstörungssequenzen zu verknüpfen, zum Beispiel Zerschmettern, Brechen und Integritätsänderungen. Außerdem arbeitet CG an einer vollständigen Umstrukturierung des Transitsystems. Dazu gehört die Einrichtung grundlegender Komponenten und Entitätsklassen für Ziele, für Gateways und verschiedene Geräte. Es wurden Transportnetze erstellt und das Gesamtdesign für die Einrichtung von einzelnen Transportnetzen wurde erweitert. Das bezieht sich vor allem auf das Thema Server Meshing, denn NPCs müssen in der Lage sein, wenn sie zum Beispiel in ein Taxi einsteigen oder halt in einen Zug oder in andere Transits, diese auch zu schaffen über Servergrenzen hinweg oder auch zum Beispiel nach Pyro fliegen können und zurück. Ne? All das ist wichtig und wird im Laufe der 3.24 noch weiter fortgesetzt. Also Teile davon sind bereits dann im neuen Patch drin, der Rest kommt dann mit der 4.0. Im Bereich Radar und Scanning wurde die Arbeit daran abgeschlossen, dass FPS-Ping von bestimmten Plätzen ausgenutzt werden kann. Zum ersten Mal in Fahrzeugen, die über kein eigenes Radar verfügen. Das bedeutet, das Thema Scanning ist ja, wie ihr wisst, schon länger in einem großen Rework. Das ganze FPS-Thema kommt hinzu und sie sind aktuell noch an verschiedenen Hervorhebungseffekten. Sie versuchen, das alles ein bisschen hübscher zu gestalten. Und es sind ja auch andere Themen, wie zum Beispiel Langstrecken-Scanning, diese Deep Space-Scannings geplant im Laufe der nächsten Zeit für Exploration-Gameplay und Co. Die Entwickler sind auch in der Lage, verschiedene Farben für unterschiedliche Faktoren wie Feindseligkeit und Co. anzuwenden. Mehrere andere Parameter wurden auch noch dem Hervorhebungseffekt hinzugefügt. Da zählt zum Beispiel das Thema Verblassen, Timeout, Verdeckungen, Füllen und ein Umriss hinzu. Wann genau FPS-Scanning kommt, wissen wir nicht. Vermutlich in der 4.0. Ich glaube nicht, dass sie das noch in der 3.24 schaffen. Und es könnte auch sein, dass es erst in der 4.1 geliefert wird, also dann irgendwann nächstes Jahr. Das alles wirkt sich auch auf die verschiedenen Scanner aus, die unsere Vehikel haben und auch auf die Scanning-Hersteller, die im Spiel vorhanden sind. Beispielsweise können medizinische Scanner Gesundheitsinformationen anzeigen, während Polizeiscanner Schmuggelware erkennen können. Das Radarsystem wurde verbessert und ermöglicht nun schnellere Scan-Geschwindigkeiten bei gleichbleibender Leistung. Und das gesamte Radarsystem wurde um das Room-Query-System erweitert, das das Verdecken von Personen hinter verschlossenen Türen ermöglicht und auf verschiedene Signaturen anzeigen kann. Mit dabei ist auch quasi der Gegenping. Also wenn ich mit dem Vehikel zum Beispiel jetzt pinge, dann sehe ich zwar die Gegner, aber aktuell sehen die mich noch nicht, weil dieser Gegenping quasi nicht wirklich gesendet wird. Das ist dann mit dabei. Also wenn ich dann in Zukunft scanne, dann decke ich mich selber auf und verrate allen anderen, auch wenn sie nicht pingen, wo ich bin, was ich bin und je nachdem, was ich auch für ein Vehikel habe, je nachdem, was es für ein Scanner ist, bekommt der Gegner also Informationen von mir quasi kostenlos. Im Bereich der Ingame-Wirtschaft wurden Fortschritte bei den Aufgaben in Pyro erzielt, beispielsweise die Einrichtung von Geschäften und der Klärung aller damit verbundenen Fragen, also was kosten Sachen, wo sind Geschäfte, was verkaufen die und, und. Das neue System zur Berechnung von Aufwand versus Belohnung, dieser Algorithmus, wurde ebenfalls weiterentwickelt, sodass die Missionsbelohnungen entsprechend dem Risiko und der vom Spieler investierten Zeit ausgeglichen sind. Das ist jedenfalls der Ansatz. Auch die Preise für ganze Gruppen von Gegenständen, auch Fahrzeugkomponenten, Triebwerke, Köder, Schilde, Quantenantrieb, Waffen und so weiter, FPS-Waffenaufsätze, Munition, Verbrauchsgüter und Rohstoffe werden neu ausbalanciert. Ein Teil davon dürfte in 3.24 bereits drin sein, ein größerer Teil wird dann vermutlich erst zur 4.0 geliefert. Auch die Arbeiten im Bereich der Quanten- und Wasserstoff-Treibstoff-Kosten sozusagen wurden weitergeführt, sodass das Tanken keine lästige Pflicht wird, aber gleichzeitig irgendwie ja ein erzählerisches Gefühl eines großen Universums mit einzigartigen Wirtschaften erhalten bleibt. Mit anderen Worten, es wird vermutlich in Zukunft darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger tanken müssen, ne? Weil viele beschweren sich über die kurzen Reichweiten, über die ja sehr häufigen Tankvorgänge, gerade bei kleineren Schiffen, mal sehen. Aber sie wollen es trotzdem so halten, dass man ein Gefühl der Größe hat. Ich bin sehr gespannt, was es bedeutet. Sie gehen ja nicht wirklich ins Detail, aber das sehen wir vielleicht dann mit der 4.0 ebenfalls. So, nächster Punkt, Grafik.
VFX und Planet Tech. Da geht es zunächst mal um Vulcan, wo weitere Fortschritte erzielt wurden, und auch um das Thema Treiberproblematik, die wir ja häufig haben mit AMD, mit Nvidia, auch mit Intel. Wir wissen schon von 3.24, dass beispielsweise DLSS oder FSR deutlich besser funktionieren, weniger Flimmern verursachen, weniger Kanten ruckeln und so weiter. Also sind sie offenbar auf einem ganz guten Weg. Mal gucken, wenn es dann soweit auf dem PTU öffentlich ist, dann zeige ich es euch mal. Das ist auf jeden Fall besser als aktuell auf dem Live-Server. Im Bereich Raytracing und Global Illumination wurden weitere Fortschritte erzielt. Beispielsweise die Auflösung des Radiant-Caches wurde verbessert und die Stabilität erhöht. Es ist ja noch nicht implementiert, also wir warten immer noch auf diese Technik. Ich weiß nicht, wann die kommt, und sie sagen das auch nicht. Auch hier vielleicht 4.0, 4.1, es soll ja im besten Fall im Laufe dieses Jahres noch online gehen. Also sind wir mal positiv gestimmt, ich jedenfalls bin es. Das Ding ist, diese Global Illumination wird uns alle betreffen, also selbst die Leute, die kein Raytracing nutzen möchten, müssen es trotzdem nutzen, weil sie steigen komplett auf diese neue Lichttechnik um, und dann wird es entweder über die Software, also quasi über die CPU gerendert, oder über die Grafikkarten, wenn die solche Raytracing-Kerne drauf haben, was die neueren Karten ja alle haben. Von der Performance her sind sie noch am Optimieren, weil es soll nicht mehr Performance kosten als ihre bisherige Lichttechnik. Weil sonst kann niemand mit einer alten Grafikkarte das Spiel noch spielen, obwohl das jetzt ja noch kann. Das ist ein bisschen das Thema. Das heißt, sie müssen an der Lichtkomplexität arbeiten, an den Tiefen und da verschiedene Sachen noch rausfinden. Es kann sich also noch ein bisschen hinziehen. Mal schauen. Außerdem arbeiten sie an Gaswolken, generell an den Sprungpunkten und an verschiedenen anderen optischen Darstellungen innerhalb des Spiels, im Bereich auch Beleuchtung und Schattenlösungen. In 3.24 beispielsweise haben wir in Stanton einen komplett neuen, ja, Sternenhimmel. Also dieser Background wird komplett neu gemacht, wir haben wesentlich mehr Nebel, es ist so ein bisschen grünlicher Stich, ich werde es dann schon sehen, wenn es dann auf dem PTU ist, aber das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ob es besser ist, na, das ist ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Ich finde es geil, aber einige Evokate haben sich schon darüber beschwert, dass es irgendwie zu hell sein soll. Kann halt sein, dass es auch Dinge sind, die dann erst mit Raytracing wirklich besser aussehen und aktuell halt noch die alte Lichttechnik dafür sorgt, dass es so ein bisschen zu hell wirkt. Müssen wir einfach mal abwarten. Was sehr spannend ist, nämlich Richtung Planet Tech V5, was wir dann vermutlich im Oktober auf der CitizenCon sehen. Sie haben ein neues GPU-Geländegenerierungssystem implementiert, was vollständig über die GPU generierte virtuelle Gelände darstellen und ja rechnen soll. Mal gucken, was das dann bringt, ob das effizienter ist, denke mal schon. Mit dabei ist auch ein neuer Abfragemechanismus, der dann später dabei helfen wird, die Planeten für Star Citizen 1.0 zu bevölkern. Also auch das ist im Bereich Grafik, im Bereich Grafikkarte geplant, um dort einfach, ja, so ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen auf, ja, auf eine Art günstige Performance sozusagen. Weil es wird sehr, sehr teuer im Bereich der Performance, diese ganzen Himmelskörper zum Leben zu erwecken. Mit Tieren, mit Pflanzen, mit Wind, mit Wolken. Also so eine, ne, Dynamik reinzukriegen, so eine Lebendigkeit. Und das ist dann wohl ein dicker, fetter Part von Planet Tech V5. Ebenfalls sehr spannend, für die 4.0 arbeitet CRG an einer neuen Höhle, nämlich einer Säurehöhle. Das seht ihr jetzt hier gerade mal in diesem kleinen Screenshot. Wo dann kein Wasser, sondern entsprechend Säure drin ist, die vermutlich auch entweder schädlich ist, wenn man reinfällt, oder ja, so ein bisschen radioaktiv strahlt. Und parallel arbeiten sie eben auch an den Biomen, ne, die dann damit zusammenhängend sein werden, auch im Pyrosystem, auch für andere Sternensysteme, wo dann entsprechend auf anderen Himmelskörpern mehr von so Säuregeschichten zu finden sein wird. So, letzter Part ist das Thema Technik. Und das ist sehr interessant. Sie arbeiten aktuell nämlich daran, den ganzen Spectrum-Part wirklich mal richtig ins Spiel reinzubekommen, auf eine performante Art und Weise. Beispielsweise geht es darum, ein höheres Volumen an gleichzeitigen Nutzern im Spiel zu ermöglichen, parallele Anfragen zu unterstützen und auch dann das ganze Thema Gruppen- und Freundesystem besser im Spiel zu haben. Beispielsweise schreiben sie hier, dass man in der Lage sein soll, direkt aus dem Spectrum-Webportal heraus eine Party zu gründen und dieser beizutreten. Auch an 4.0 generell wird gearbeitet, das heißt an der Überarbeitung des Missionssystems, Markierungssystems, an der Handelsfunktionalität und auch am Server-Mashing per se. Wir haben es ja schon getestet, es kommt bestimmt demnächst ein weiterer Server-Mashing und Pyro-Playtest im Tech-Preview-Channel und werden noch einige sehr spannende Experimente hier sehen. Mal gucken, wann es dann damit weitergeht, aber sind aktuell vor allem im Bereich der Feinabstimmung und Leistungsdaten-Auswertung unterwegs, um herauszufinden, wo sind noch irgendwelche Flaschenhälse.
was macht ihnen Probleme und wie können sie die noch lösen. Wir sind ja wirklich so kurz vor der 4.0, es ist so gefühlt die letzten paar Meter. Im September soll es soweit sein, das ist nicht mehr lange hin. Und ich hoffe mal und ich denke ihr auch, dass sie alles hinbekommen und dann zumindest mal ein PTU schaffen, der dauerhaft läuft in irgendeiner Wave 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke weiterhin nicht, dass sie live gehen können mit der 4.0 im September. Also unter keinen Umständen glaube ich das. Ich denke, es wird sich verzögern. Aber wenn wenigstens ein dauerhafter PTU läuft, den sie testen können, dann ist das doch mal ein sehr positives Ding mit Pyro und allem drum und dran. Das ist mir fast schon lieber als ein Live. Also ich persönlich muss sagen, ich hätte gar keinen Stress damit. Von mir aus ein halbes Jahr lang einen dauerhaften PTU zu haben für die 4.0. Ich habe nämlich die große Sorge, dass sie die für Null dann auf ein Live bringen und dann geht gar nichts mehr. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Deswegen mal gucken, wie sie es hier am Ende lösen. Aber ich denke, so eine Parallelität, ne, für die Experimentierfreudigen, die geht auf ein PTU und die anderen bleiben auf ein Live und warten einfach. Ich glaube, das wäre der beste Weg. Ja, und das ist so im Großen und Ganzen der Monatsreport. Ich verlinke euch unten. Ich habe ein paar Sachen weggelassen, die jetzt eher sehr technische Natur waren und so dieses typische, ja, CRG-Blabla eher beinhalteten. Kommt dann, wie gesagt, ins Stream mit rein. Wir reden nochmal drüber und gucken uns alle Neuerungen an. Wir reden über Server-Mashing und mal sehen. Vielleicht gibt es auch mal wieder einen Server-Mashing-Playtest oder sie schalten den 324er auf den Wave 1 PTU. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne euer Feedback in den Kommentaren und dann sehen wir uns nachher im Stream. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?